In diesem Gesamtrahmen bewegt sich natürlich nun auch unsere Landesgruppe. Wir haben jeden Tag, müssen wir uns positionieren und müssen Entscheidungen treffen. Und ich sehe es als unsere erste Aufgabe an, dass wir am Gesamterfolg der Partei mitwirken und natürlich insbesondere auch am Gesamterfolg des Landesverbandes. Deshalb wollen wir 8 Abgeordneten im Deutschen Bundestag uns thematisch und aber auch organisatorisch mit in die Arbeit des Landesverbandes hier einreihen. Wir haben damals von euch einen Auftrag bekommen, eine Landesgruppe zu bilden. Das ist manchmal gar nicht so einfach, aber wir haben es geschafft. Ich kann euch sagen, wir haben eine Landesgruppe, eine funktionierende Landesgruppe. Wir haben ein Büro eröffnet im Linksnet. Wir haben einen Mitarbeiter angestellt, das ist der Marco Vorberger. Er ist nicht nur organisatorischer Mitarbeiter, sondern mittlerweile auch eine inhaltlich sehr starke Stütze in den letzten Jahren gewesen, hoffentlich auch in den kommenden Jahren. Dafür recht herzlichen Dank, Marco. Wir haben einen Internetauftritt, einen Stand ist hier draußen. Wir geben regelmäßige Berichte im Landesvorstand ab. Und natürlich hat jeder Abgeordnete von uns sein ganz persönliches politisches Feld, was er zu bearbeiten hat, sein Fachgebiet und ist dort viel unterwegs. Es ist eine Selbstverständlichkeit für uns, dass wir uns natürlich auch an den Protesten gegen die Nazi-Aufmärsche am 13. Februar in Dresden immer beteiligen. Aber ich will darauf hinweisen, auch am 5. März in Chemnitz, das wird immer etwas unterbelichtet, auch da kann ich nur noch mal aufrufen, dort mit hinzukommen. Und ein ganz wichtiger Baustein unserer Arbeit sind unsere thematischen Touren. Wir bemühen uns jedes Jahr eingereiht in die Konzeption des Landesverbandes 2 thematisch angelegte Touren durchzuführen, die bisher auch sehr erfolgreich verlaufen sind. Die eine erste Tour ist die Kommunen in Not gewesen. Es ging um die Finanznot der Kommunen im Jahr 2010. Anschließend folgte die Energietour, was sehr gut eingebettet war in dieses Gesamtkonzept, weil wir diesen Landesparteitag dazu hatten mit den energiepolitischen Leitlinien. Wir hatten dieses Jahr die Dialog- und Sozialtour. Dort ging es um das Bildungs- und Teilhabepaket, unter anderem auch, was von der Bundesregierung beschlossen und jetzt durchgesetzt werden soll. Und auch dazu haben wir jetzt mit im Beitrag geleistet, was die sozialpolitischen Leitlinien betrifft und der nächste Landesparteitag, der sich ja auch damit beschäftigen soll. Und mit Axel war ich gerade unterwegs, diese Woche in einer abgespeckten Unternehmenstour. Das sind, will ich mal sagen, Dinge, die wir mit der Landtagsfraktion, mit dem Landesvorstand gemeinsam abstimmen und bearbeiten und eben dann zum Gesamterfolg mit beitragen wollen. Rico hatte Beispiele genannt, vorhin das mit den Windbauern, wie sich daraus Kontakte ergeben, Möglichkeiten ergeben, dass wir tatsächlich, wo Probleme vor Ort existieren, sie mitnehmen und bis in den Landtag und auch Bundestag abgestimmt transportieren können und wo sich daraus ja tatsächlich auch Erfolge einstellen, weil die Landesregierung hat ja wohl angeblich auf diese Probleme in den letzten Tagen jetzt reagiert. Liebe Genossinnen und Genossen, die nächsten Monate werden natürlich nicht leichter für uns, das ist klar, wir haben einige Aufgaben noch vor uns, aber ich denke, wir haben die Pflicht, unsere Aufgaben hier zu erfüllen und wir haben insbesondere nicht das Recht, die 5 Millionen Wählerinnen und Wähler, die uns ihre Stimme gegeben haben, im Regen stehen zu lassen. Unsere Aufgabe ist ab jetzt und ab heute hier in Sachsen und bundesweit für eine radikal linke Realpolitik zu sorgen. Vielen Dank.